Trainer, was hat beim Tabellenführer an der Bremer Brücke gefehlt, um was Zählbares mitzunehmen? Viel kann es eigentlich nicht gewesen sein. Ja, es waren einfach die 20 Minuten vor der Halbzeit, ja, die einerseits ärgerlich war, weil wir personell was verändern mussten, ja, einen angeschlagenen Spieler hatten mit Patschi Schönfeld, der es dann immer wieder probiert hat nochmal, dann mussten wir wechseln, das hat Osnabrück einfach sehr, sehr intensiv ausgenutzt, hat es in der Phase einfach richtig mit Vollgas begegnet und da konnten wir nicht dagegen halten und dann eben die zwei Standards, die dann zu den Toren geführt haben. Ansonsten, glaube ich, war das Spiel sehr, sehr ausgeglichen, wir konnten dann leider unsere Chancen nicht verwerten. Du sprichst Patsche Schönfelds Verletzung schon an. Wie gestaltet sich derzeit die Personalsituation? Ja, Patsche wird höchstwahrscheinlich ausfallen für Montag. Ja, er wird nicht zur Verfügung stehen. Ähnlich sieht es bei Moritz Kuhn aus, ja, der uns auch nicht zur Verfügung stehen wird. Und Niklas Schipnowski. Bei allen anderen müssen wir schauen. Die sind im Training, sind im Trainingsbetrieb. Und werden wir sehen, wie es bis Montag ist. Am Montag kommt der KFC Uerdingen, der in dieser Saison bislang erfolgreichster Aufsteiger und sicherlich auch kein Aufsteiger wie jeder andere. Von den Namen her sicherlich auch mit der prominent besetzteste Kader. Was hast du für einen Eindruck von der Mannschaft? Was kommt da auf uns zu? Ja, vor allem haben sie jetzt auch 4 Spiele in Folge gewonnen. Ja, das heißt, sie kommen mit Selbstvertrauen hierher, haben jetzt gezeigt natürlich in den 4 Spielen, was sie für die individuelle Qualität haben. Ja, egal, ob das ein Stefan Aigner vorne ist, ob Maxi Beister, ja, die haben natürlich schon alle auch gezeigt, wo sie mal waren. Ja, und wir müssen ihnen einfach mit unheimlich viel Intensität begegnen, müssen dagegen halten, ja, müssen sie immer wieder in Zweikampfduelle führen. Wir haben auch unsere Qualitäten und die wollen wir natürlich am Montag auf den Platz bringen. Aber wir wissen schon, was auf uns zukommt. Wir wissen aber auch, dass sie einige Schwächen haben, die wir aufdecken wollen. Du hast die Qualitäten, die gefragt sind, schon angesprochen. Wodurch macht sich vielleicht das Spiel unabhängig von dem prominenten Kader von Uerdingen? Wodurch ist das vielleicht gekennzeichnet? Ja, dass sie eigentlich immer in der Lage sind, ein Tor zu machen. Ja, aus dem Nichts raus auch manchmal, wo man eigentlich denkt, okay, der Gegner hat jetzt eigentlich ein bisschen Übergewicht und auf einmal sind sie da und nutzen den Raum, den sie dann bekommen, eiskalt aus. Ja, haben natürlich eine sehr, sehr erfahrene Defensive, ja, die einfach auch da, ja, mit ihrer Erfahrung diese Zweikämpfe führen, sehr robuste Defensive, ja, die natürlich auch klar im Zweikampfverhalten drin sind und nicht irgendwie irgendwas unterschätzen, sondern die wissen schon, wie sie die Zweikämpfe führen müssen. Das haben sie schon höherklassig bewiesen und das zeigen sie natürlich auch hier. Aber wie gesagt, wir haben auch unsere Qualität und die wollen wir versuchen auf den Platz zu bringen. Du sprichst die Erfahrung der Mannschaft an. Was muss man denn oder was sind Kardinaltugenden, die gegen einen solch erfahrenen Gegner dann auch speziell gefragt sind, neben dem, was an Basics gefragt ist? Ja, wir dürfen ihnen keinen Spaß geben. Ja, sie dürfen keinen Spaß am Fußball haben. Wir müssen die über 90 Minuten hochintensiv bearbeiten, müssen sehr, sehr laufstark sein, müssen unser Spiel, was uns eigentlich auszeichnet, was wir immer lieben, mit höchstem Tempo, mit höchster Intensität den Gegner aufzwängen, ja, sie in unserem Stadion auch immer wieder pressen, sie zu Fehlern zwingen, sodass sie irgendwo dann die Lust verlieren am Fußball und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Welche Bedeutung misst du der Partie zu, vor dem Hintergrund der momentanen Tabellenkonstellation? Ja, es geht um 3 Punkte und die wollen wir unbedingt holen. Wir wollen die 2 Heimspiele gewinnen. Ja, das erste ist jetzt am Montag und das wollen wir unbedingt für uns entscheiden. Es geht um die 3 Punkte. Wir wollen uns dafür belohnen, dass wir in Osnabrück nichts mitgenommen haben. Ja, die Mannschaft hat es sich verdient, aber wir müssen uns eben wieder auf neue verdienen. Es geht bei 0 los und wir wissen, dass die 90 Minuten uns gehören müssen. Dankeschön. Bitte.